So, hallihallo und herzlich willkommen bei FlipTriggleP zu einem neuen Let's Test. Ja, wir spielen hier, wie ihr seht, NBS, das bedeutet National Bloodsport, ne? Und wir zocken die Map Blackout, wie wir hier sehen. Und ja, mal gucken, was dieses Spiel so zu bieten hat. Es laggt jetzt hier ein wenig. Also, das ist jetzt unsere Base hier. Und in der Mitte muss man das halt einnehmen, ne? Und dann muss man hierher laufen, um den Punkt auch hier zu kriegen, ne? Wir sind jetzt blau, ne? Wie ihr gesehen habt, ist einer bei mir auch AFK, ne? Und ich spiele hier sozusagen alleine gegen drei Leute. Und dieses Spiel ist so lächerlich irgendwie. Holla, schreibt er. Also, wo schreibt man hier? Holla, ich will hier schreiben. Holla. Ja, und wo ich gerade geschrieben habe, wurde ich auch gekillt, ne? Das ist halt normal, ne? Wenn man hier schreibt, wird man halt gekillt. Und ja, ich würde das jetzt sozusagen nicht downloaden, da sowieso ganz wenige zocken und die campen auch hier in der Base bei uns. Ja, was anderes können die auch nicht, aber ich denke, den werde ich jetzt mal die Fresse polieren hier, weil ich bin extremst wütend und ja, jetzt bin ich auch sauer und ihr wisst, wenn ich hier sauer bin, dann, ja, dann raste ich aus, ne, und so. Sozusagen hat er sowieso keine Chance gegen mich. Es lag auch hier ein wenig. Also, die haben jetzt einen Punkt, wie ihr gesehen habt, und wir müssen jetzt die Mitte erobern. Alleine ist es doch ein wenig schwieriger. Und ich habe hier die Auto. Ja, also hier die, eine automatische MP, würde ich mal sagen. Und wir gucken uns jetzt gleich mal die Mitte an, wo wir das hier einnehmen können. Also Blackout. Die Map heißt Blackout. Da kriege ich auch einen Blackout, wenn ich dieses Spiel hier zocke, ne? Ja, zocke nicht so viele, ganz wenig. Das war jetzt einfach nur Glück, dass ich jetzt den Server hier gefunden habe. Und wir können das hier auch oben einsetzen, damit sie, müssen sie das hier zuerst öffnen, damit sie hier auch einnehmen können. Und wir gehen mal in eine andere Richtung. Ich hoffe, der killt mich nicht von hinten. Ja, dann laufen wir hier ganz mal schnell, um den Punkt hier zu kassieren. Ich hoffe, die campen nicht alle hier. Ja, leider. Er hat jetzt hier den Punkt eingenommen. Auf jeden Fall, ja, also ist der Modi also wirklich geil gemacht. Wie wir sehen, wie wir merken, ist es ja auch die Source Engine, ne? Also bei Kuma Games ist ja alles Source Engine. Ist eine Spieleplattform, wo ganz viele Spiele sind, also Free-to-Play, ohne Schnickschnack, wie zum Beispiel Item Shop und so, ne? So, dann nehmen wir das nochmal ein. Ja, liebe Leute, ich will hier mit mehreren Leuten zocken, aber wir sind jetzt vier, ja. Das ist schon mal gut, ne? Und vielleicht warten wir hier. Vielleicht kommt er ja. Dann werde ich ihn halt überraschen. Ja, von hinten, von vorne, mal gucken. Ja, da kommt unser Held, ne? Super gemacht, super gelöst. Also das heißt, er kommt von dieser Richtung. Wir sollten jetzt aufpassen. Also ich habe jetzt gar keinen gesehen. Wo war der? Ah, da hat er sich versteckt. Okay, super. Dann nehme ich das nächste Mal, ja, einen anderen Weg. Und was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Huhu. Also wie ihr seht, sind da wohl 3 AFK, ne? Und ich spiele hier allein schon wieder. What the fuck? Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt jetzt schon keinen Bock mehr. Also alleine macht es auf jeden Fall gar keinen Spaß, ne? Der wird es hier einnehmen. Ja, der hat wahrscheinlich die M68 ist verdammt gut.
Ne? Ja, alleine habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Ihr habt das gesehen, wie es ist. Und zockt es lieber nicht, zockt lieber was anderes. Ja, Kuma Games, da werde ich mir gleich mal noch ein Spiel anschauen. Weil die haben hier auch Mobster. Mobster, ein grandioses Spiel. Müsst ihr mal anschauen. Und das werden wir jetzt, ja, das werden wir jetzt auch tun. Und wir, ja, jetzt gucken wir uns mal Mobster an. Bis dann. Ja, hallihallo und herzlich willkommen jetzt zu Mobster. Ja, wir zocken jetzt hier, wie gesagt, unser Mafia-Game Mobster. Ja, you named. Da habe ich jetzt... Was schießt denn da? Wie soll ich jetzt Sniper? Ja. Aha. Ja, dann... Hier sind auch ganz viele AFK. Ich weiß nicht, was da los ist bei Kuma Games. Wieso sind da so viele AFK? Ich wollte mir jetzt mal angucken. Multiplayer. Ja. Nehmen wir uns einfach so. Cool. Ja, okay. Dann schauen wir uns das mal an hier. So. Lackt ein wenig. Liegt aber an den Server von Kuma. Die liegen meistens irgendwo in Amerika. Ein Mafia-Game. Hm. Also wir müssen irgendwie... Ja, und wir haben... Wir haben jetzt keinen Sound. Ich meine, wieso das immer auf... Wieso sich der Sound immer hier wechselt. Ja, jetzt... Kann ich auch scopen. Was? Oh Gott. Doch, ja... Ey, das ist mal geil, ey. Ich feuere hier mal, ja, zwei Magazine auf den, ne, und der feuert einen Schuss und ich liege. Aber ich denke, das liegt an dem Server, weil es so laggt, ne. Wir haben ja drei Spiele vorbereitet. Das ist meiner. Und als nächstes gucken wir uns dann auch hier Vietnam an. Ja, zwei Kills, Double Kill. Geil gemacht. Wir sollten hier campen. Ja, wie wir sehen, ganz links unten steht unsere Gesundheit. Und die füllt sich dann auf, ne? Mit jeweils 5 Punkten. Ach, guck mal den an. Ja, das wird wohl ein Noob sein. Und der campt da hinten wirklich geil. Da. Da kann ich auch jeden sehen. Oh, Nate. Ja. 95, naja, füllt sich hier wieder auf. Gleich haben wir wieder 100. Ne? Wir haben hier auch mehr Waffen. Wir haben hier auch Uzi. Was haben wir hier? Oh. Das wird meine Lieblingswaffe. 40 HP. Oh, die scoped irgendwie so normal. Ah, das laggt hier. Ja, ich als Neuling komme hier eigentlich ganz gut zurecht, würde es nur nicht laggen. Und werden sowieso wissen, wo ich bin. Ist das meiner? Ja. Na, wo bleibt ihr? Mal gucken, wo die bleiben. Kein Bock hier zu warten. So, hör auf zu campen. Ja, macht jetzt schon Spaß hier. Nein! Habe ich hier eine Nate? Uah. Ja, irgendwie. Lord! What the fuck? Habt ihr das gesehen? Geil. Müsst ihr mal anzocken. Also das macht auf jeden Fall mehr Spaß als NBS. Aber wir werden jetzt mal auch einen anderen Weg nehmen, weil der ist irgendwie langweilig geworden. Was ist da oben? Uh-huh. Ja, wieso stirbt er jetzt nicht? Einmal die AK. Was haben wir hier eigentlich?
Was haben wir hier noch? Wo ist hier die... Die AWP? Oh, da war doch einer, oder? Ich bin gestorben. So, dann testen wir mal die Waffe. Ah, die Map ist auch irgendwie so langweilig, ne? Ja, liebe Leute, wie ihr seht, bin ich jetzt irgendwie... Irgendwie habe ich jetzt hier keine Lust mehr zu zocken. Ach, weil es auch irgendwie so laggt. Liegt an dem Server. Steht auch nicht mal die Ping-Anzahl, ne? Das ist das Blöde dran. Weiß man nicht mal, wie viel Ping man hat. Aber ich gehe nochmal da, da habe ich ja die meisten Kills gemacht. Und Kuma hat ja noch mehr Spieler, also die haben hier, was haben die, Kuma war ist angeblich, was die meisten hier zocken, deswegen auch der Name von der Spieleplattform Kuma war, das war sozusagen das erste Game. Kuma war ist im, ja, ist so ein Spiel, also Amis gegen, also Amis in Afghanistan, ne. Da kann man auch Taliban spielen, ne? Und das werden wir uns dann gleich mal angucken. Nach einem Death von mir. Also sobald ich hier sterbe, gucken wir uns den anderen Modus an. So. Was ist das? Lol. Die sieht cool aus. Ja. Ja, liebe Leute, dann gucken wir uns mal gleich den anderen Modus an. Den. Ja, cool. Ein Kill. Ja, dann gucken wir uns den anderen Modus an und ich bin gespannt. Seid dabei. Bis später. Jo, und damit herzlich willkommen bei. Ja, bei dem dritten Spiel, würde ich mal sagen. Und ja, wir spielen hier, was ist das hier? Lol. Ja, wir spielen jetzt Kuma War. Eigentlich wollte ich Vietnam aufnehmen, aber das Spielprinzip ist sowieso dasselbe. Wir müssen hier Basen einnehmen, ne? Und da habe ich mir gedacht, naja, spielen wir doch mal das Original Kuma War, ne? Also, wir sind hier rot und kämpfen gegen blau. Wir sind Taliban, ne? Also, wir sind hier die Bösen. So, hier unser Dschihad-Kämpfer, ne? Da hinten auch Bomben, ne? Und wir gucken jetzt mal, wo hier, ja, wo hier Action herrscht. Denn ich will hier ein paar Amis killen. Aber irgendwie ist das, was ist das hier? Ja, irgendwas läuft nicht so, wie ich es will. Irgendwas mit den Texturen, also mit den Texturen läuft aber schief. Ich denke, das liegt bei den, was ist das? Unsere Taliban. Oh, komm. Jetzt wird's lustig. Nein. Dabei muss der. Fuck. Also ich gehe jetzt mal unseren. Oh, 5 HP. Das ist nicht gut. Was ist das hier? Mann. Die Texturen wirklich so arsch. Er hört mal auf zum Schießen. Also das läuft nicht so gut. Was haben wir jetzt hier machen? Die müssen eigentlich hier die Flagge einnehmen. A, ne? Nehmen jetzt mal einen anderen Weg, weil der hier. Also es gibt hier nur einen Weg, ne? Von da aus kommen die Amis. Ja. Coole Texturen. Wie gesagt, Source Engine. Das liegt bei den Nades, denke ich, ne? Das wird doch mal explodieren. So, cool. Also, ich will jetzt mal... Ja.
Einen haben wir. Einen haben wir, ja. Wieso heiße ich hier Doa is the best? Was soll das? Egal. Ich möchte sowieso nur den oder Spiel mal zeigen. Name ist jetzt sozusagen unwichtig. Next Map in 30 Minuten. Ja klar, als würde ich das jetzt hier 30 Minuten zocken. Ja, oh, was war das? Fahrzeug. Wir haben hier Fahrzeuge. Für die kleine Map hier Fahrzeug. Oh, scheiße. Scheiße, nein. Kill den. What the fuck? Also so ein Rotzspiel habe ich noch nie in meinem Leben gezockt. Das ist mal der Wahnsinn hier. What the fuck, Alter? Was geht denn hier ab? Ich schieße einfach durch. Vielleicht treffe ich ja was. Was ist jetzt los? Habe ich wem gekillt? Nein. Okay. Das geht ja mal gar nicht. Ey, das Spiel ist buggy denn je. Ach, von wo kam jetzt die Nähe? Die habe ich gar nicht gesehen. Ach ja. Da sieht man ja gar nichts, ne? Ich sehe hier gar... Hier, die Nades. Okay. Füllt sich das auf? Hier, HP? Nee. Drei Leute mit Nades. Wieso? Oh, was ist das? RPG? Nein! Oh. Hauptsache, ich bin tot und komme zu Allah. So. Als Dschihad-Kämpfer, ne? Sollte man schleunigst sterben, damit man im Paradies kommt. So, also hier die RPG. Und wir können hier auch... Was ist das, ey? Ja, zwei Kills. Zwei Kills. Ah, das müssen wir dort einnehmen. Da ist... Aha, okay. Hier. Ah! Ja, liebe Leute, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich quäle mich wirklich mit dem Spiel. Das ist mal der Wahnsinn. Wieso habe ich jetzt hier nicht die RPG? Ich will die RPG haben. Sowas brauche ich hier nicht. Ah. Ich denke, das spielen auch meistens wahrscheinlich irgendwelche Typen, die aus Afghanistan kommen, ne? Ich habe jetzt irgendwo geschossen und habe den gekillt. Das ist mal der Wahnsinn. Vielleicht treffen wir wieder mal was. Da der Server sowieso laggt. Jetzt kann ich nicht nachladen. Geil! Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Das werde ich hier let's playen. Da habe ich gleich mal 50 der Abonnenten, ne? Nee, lass mal. Also jetzt hier die Runde und dann ist Schluss. Also meine Brüder, auf geht's. Allahu Akbar. Wir als Taliban, wir sind ja die Stärkeren mit der AK, ne? Und mal, die Map ist ja also irgendwie unkreativ gemacht. Oh. Da gibt's ja, was ist jetzt los? Jetzt wurde ich irgendwie gekickt oder so, keine Ahnung. Aha. Ja, wie gesagt, also, dann verabschiede ich mich und ja, lasst die Finger davon. Tschüss.